So, hier kommt er doch auch schon. Ich habe mich hier hingestellt, einfach kurz auf ihn gewartet. Ich spreche ihn jetzt mal an. Habt ihr hier in Flusswald was zu erledigen? Es gibt schlimmere Dörfer. Ja, das weiß ich. Ja, mach erstmal hier deinen Holzstamm. Das wollte ich die ganze Zeit sehen. Finde ich genial, dass wir es auch selber machen können. Aber ich verkaufe Feuerholz. Für ehrliche Arbeit. Oh, das hört sich gut an. Hau mal einen raus. 60 Gold. Klingt doch ganz gut. Sind wir jetzt wieder belastbarer? Also können wir jetzt wieder laufen? Jo, können noch 2 Kilo, nenne ich es jetzt einfach mal, tragen. Wo ist denn jetzt der andere hin? Hier war gerade einer meiner Sorte, so ein Elf. So ein Elf, ne? War ein bisschen gemein ausgedrückt, aber natürlich keinesfalls so gemeint. Gucken wir hier mal weiter. Sie putzt hier schön. So wie sich das für damalige Verhältnisse noch gehörte. Mitnehmen. Hier ist er doch, genau. Hier gibt es eine Schönheit, die im ganz Himmelsrand ihresgleichen sucht. Das steht fest. Okay. Was für ein Problem habt ihr eigentlich mit Sven? Er ist ein Barde, sagt er zumindest. Manchmal findet er auch Zeit, seine Arbeit hier in der Mühle zu erledigen. Er glaubt, seine Balladen und Sonette würde Camilla Valerius dazu bewegen, ihn zu heiraten. Als ob sie ihm jemals das Ja-Wort geben würde. Eine intelligente und wunderschöne Frau wie sie würde niemals auf diesen Unsinn reinfallen. Natürlich nicht. Hoffe ich. Ihr hofft? Das klingt nicht wirklich sicher, finde ich. Ich habe nachgedacht. Vielleicht braucht Camilla einen kleinen Anstoß, um Sven als denjenigen zu sehen, der er wirklich ist. Könntet ihr ihr diesen Brief geben und ihr ausrichten, er sei von Sven? Ich glaube, ich habe die mangelnde Intelligenz dieses Nord perfekt getroffen. Okay, also wo wir gerade noch dabei sind und miteinander reden, könnt ihr mich in der Schießkunst unterrichten? Ich zeige euch, was ich weiß. Schießkunst, ach, er kann mich einfach nur ganz normal trainieren. Ja, muss jetzt nicht sein. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Okay. Also ich zeige ihm jetzt erstmal den Brief, weil das ist ja auch schon aus vorigen Teilen bekannt, dass dann häufig so ein Konflikt entsteht. Er sagt dann etwas ganz anderes, als er jetzt gesagt hat. Und mich interessieren immer schon beide Seiten, um mich dann letztendlich zu entscheiden. Mal gucken, wo ist denn hier der Bart? Hier ist er doch. Komm her, Sven. Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Feendal wollte, dass ich Camilla diesen Brief überbringe und sage, er sei von euch. Was denn? Der Elf versucht sich am Betrug? Wie schockierend. Als würde ich so ein hohles Geschwätz schreiben. Wie wäre es, wenn wir den Spieß für Feendal umdrehen? Hier, ich musste einfache Wörter verwenden, aber dieser Brief dürfte Camilla davon überzeugen, dass er von ihm ist. Wo habt ihr eigentlich gelernt, so schön zu spielen? An der Bardenakademie in Einsamkeit. Dort werden Barden und Skalden wie ich ausgebildet. Natürlich, ihr seid ja auch einsam. Wenn ihr dorthin geht, fragt nach Viarmo. Er ist der Direktor. Nicht schlecht. Respekt, also das ein oder andere Lied fand ich schon ganz niedlich. Um es jetzt mal so auszudrücken. Es wird auch langsam auf zu regnen. So, mal gucken, was ich jetzt ihm nochmal sagen kann. Oh, ich liebe sowas. Gebt mir sofort Bescheid, wenn ihr Camilla den Brief gegeben habt. Okay. So, wo ist denn Camilla? Mal gucken, die scheint ja hier ein bisschen weiter weg zu leben. Wird jetzt überhaupt diese Quest angezeigt? Nee. Bring Svens Brief zu Camilla. Oh Gott. So, das sieht doch schon eher danach aus. Dummer Hund. Ah, hier ist sie. Ist sie nicht vergeben? Ach, ich weiß das gar nicht. Ich blicke gar nicht mehr durch. Die sind alle viel zu verliebt. So. Welche Entscheidung treffe ich? Ich könnte jetzt den Bahn unterstützen, der so niedliche, nette Songs, ich nenne es jetzt einfach mal Songs, nein, der wer so nette Lieder spielt, oder halt Songs, oder ich unterstütze den Elfen, der eigentlich mehr mir zusagt, also nicht, weil er vielleicht höflich ist oder er mir sympathisch ist, aber er ähnelt meinem Volk. Und ich muss ja mein Volk mehr oder weniger verteidigen, außerdem kann ich von ihm schießen lernen, vielleicht kriege ich dann ja Rabatte.
Ja, mache ich das doch mal einfach. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie hingehört. Ich danke euch. Pass auf, Camilla. Sven wollte euch glauben machen, dass dieser Brief von Feindal ist. Wovon redet ihr da? Was ist das für ein Brief? Meine Güte. Er wollte mir weismachen, dass Feindal das geschrieben hat? Danke, dass ihr mir die Wahrheit gesagt habt. Könntet ihr auch mit Feindal reden? Sicher will er euch auch danken, dass ihr für ihn eingestanden seid. Ja, gar kein Problem. Ich bin eine ehrliche Haut und hier liegt immer noch diese grandiose Kralle. Ich find's immer noch so extrem ulkig. So, gehen wir mal wieder zu ihm zurück. Er müsste ja hier irgendwo rumlungern. Da hinten ist er doch, der kleine Klabautermann. Ach, wo die Liebe nur hinfällt. Gebt mir sofort Bescheid, wenn ihr Camilla den Brief gegeben habt. Ich glaube nicht, dass Camilla weiterhin ihre Zeit mit Sven verbringen wird. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Bitte, nehmt das. Es ist etwas Gold, das ich mir durch die Arbeit in der Mühle angespart habe. Das war's? Oh. Pass mal auf, Feindal. Folgt mir mal bitte, ich brauche eure Hilfe. Geht voran. Ja, ist doch geil. Jetzt habe ich hier so einen Kollegen. Nicht schlecht. So einfach ging das. Oh, jetzt nehme ich ihn mit, gehe hier jetzt nochmal rein und mal gucken, wie die aufeinander reagieren. Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Soll ich es dir wirklich sagen? Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin, aber ihr scheint in Ordnung zu sein. Ja klar, ich bin ja auch ein cooler Typ. So. Oh, mal gucken, was jetzt kommt. Ihr seht aus, als wärt ihr auf Reisen. Jemand, der ferne Orte gesehen und neue Geschichten gehört hat. Oh, schade. Ja gut, egal. Mhm. Och Mensch. Ja, nehme ich ihn mal mit. Und ich will jetzt gar nicht irgendeine große Quest oder sonst irgendetwas machen. Ich kann hier natürlich mal eine aktivieren. Wie wäre es denn, da ist alles da hinten. Tritt der kaiserlichen Armee bei, dürfte da auch sein vor den Sturm. Ja, die habe ich jetzt einfach mal aktiviert, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ja, hier ist Weißlauf. Aber ich will hier jetzt erstmal einfach durch die Gegend streifen, gucken, wie das hier so aussieht, was hier so abgeht. Und mich einfach mal ein bisschen umsehen, um die Welt zu erkunden. Ich meine, die Welt ist riesig, das muss man ausnutzen. Und das hier machen wir uns auf den Weg. Unser Kumpel folgt uns. Hier sind schon diese komischen Geräusche. Doch nicht unbedingt geheuer. Die scheinen aus... Was ist das? Ist hier ein Vogel drin? Scheint ein Vogel drin zu stecken. Der macht bestimmt auch diese Geräusche. So, hier ist ein Hirsch. Also auch diese Arten an Tiere, die wir jetzt schon sehen. Jetzt läuft er von mir weg. Es ist dermaßen geil. Ich finde das so genial. Was macht er jetzt? Ja, tauchen kann er auch. Das sah jetzt ein bisschen ulkig aus. Aber an sich an... Schon wirklich, wirklich hervorragend gemacht. Auch diese Welt ist so stimmungsvoll. Ich habe schon wieder irgendeinen Wolf gehört. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich spiele jetzt fast 3 Stunden. Habe alles möglich hochgeladen. Ah, und... Ah. Schießt du auf ihn? Ja, er hat jetzt auf ihn geschossen. Sehr geil. Und man wird hier so in den Bann von dem Spiel gezogen, weil das alles so harmonisch ist. Man diese unendliche Weitsicht hat. Jetzt hinten ist es ein bisschen nebliger, weil heute einfach nicht so ein klarer Tag ist. Das ist schon echt geil. Das macht echt was her. Hier ist schon wieder ein Wasserfall. Na, Wasserfall nicht so wirklich, aber eine Neigung des Flusses. Und auch die ganzen Blätter und so, das sieht schon alles nicht schlecht aus. Aber ich warte ja immer noch auf das erste Spiel, wo ein Baum einfach Baum aussieht. Wo du dir den Baum anguckst und dir sagst, so und so viele Blätter hat der, das sieht geil aus. So, laufe ich jetzt einfach nochmal durch die Gegend. Hier runter werde ich nochmal gehen, ein bisschen mich umgucken. Und dann werden wir uns auch wieder mehr um die Quest kümmern. Aber einfach mal die Welt erkunden, das schadet nicht. Hier unten scheint auch schon ein Häuschen zu sein. Okay. Oder sogar eine kleine Stadt. Ja, hier ist eine Stadt.
Nicht, dass das hier jetzt Weißlauf ist, ne? Das wäre jetzt ein bisschen peinlich. Ja. Bombig erkundet. Oh nein. Oh Gott. Tut mir leid, ich muss einmal husten. So. Entschuldigung. Mal den hier schnacken. Ich warne euch, Bürger. Ihr mischt euch in Angelegenheiten des Kaiserreichs ein. Ja, gut. Euch davon. Oh mein Gott. Oh, wird er hier gleich richtig aggressiv. Richtig höhnisch. Geht weiter. Ja, mach ich doch, Mensch. Ja, das hier scheint, glaube ich, wirklich die erste etwas größere Stadt zu sein. Ja. Gucken, was steht hier drauf. Hier gut. Gucken wir hier einfach mal rein. Schaden tut es mit Sicherheit nicht. Schlüssel erforderlich. Ja, den habe ich natürlich nicht. Gucken wir aber hier rein. Ah, die Häuser sind jetzt auch schon wieder leicht anders gestaltet. Also gefällt mir wirklich gut. Vor allem, das hat auch wirklich so einen leichten Wikinger-Touch. Also das Gefühl habe ich schon die ganze Zeit. Es wurde ja auch schon bemängelt, dass... Also jemand hat in die Kommentare geschrieben, dass die Artenvielfalt an den Einwohnern viel zu viel ist, dass da kein... Dass da richtig nichts durch von den Nord durchkommt, von deren Kultur etc. Und das würde ich eigentlich nicht sagen. Ich meine, wir sind noch ganz am Anfang des Spiels und ich will mich da auch gar nicht festlegen. Ich lasse mich von allem überraschen, aber ich bin eigentlich begeistert. So. Willkommen. Ich bin der Besitzer der Honigbräu-Brauerei. Das hört sich doch gut an. Für Honigbräu wird nur der beste Naturhonig verwendet. Nicht dieser Mist vom Gut Golden Glanz. Nein, natürlich nicht. Habt ihr irgendetwas zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Dankeschön. Auch wieder nur Essen und Zutaten. Salz. Nehme ich einfach mal mit. Essen. Ja. Brauche ich eigentlich nicht, aber danke. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet. Ja, kein Problem. Tür öffnen. Malus Matius. Braucht ihr etwas oder seid ihr nur gern den Leuten im Weg, die hart arbeiten? Von beidem etwas, ne? Wir sind natürlich auch ein bisschen höhnisch. So, jetzt reden wir mit Eimer. Eimer. Wenn ihr den besten Met in Himmelsrand probieren wollt, dann seid ihr hier richtig. Hast du für mich zufällig einen Eimer Wasser? Flachwitz, Achtung, alle verstecken. Jetzt gehen wir hier wahrscheinlich wieder... Oh nee, wir gehen hier hoch. Das sieht doch mal sehr geil aus. Oh, es ist so grandios. Ja, stehlen will ich es nicht. Ja, hier scheint aber auch nichts Dolles mehr zu sein. Doch, hier oben geht es schon wieder raus. Soll ich es probieren? Na, ich glaube, Adept dafür... Oh. Muss ich nicht mehr Novit sein oder so. Ich glaube, das ist schon ein bisschen schwieriger. Wenn ihr etwas kaufen möchtet, dann sucht Sabian. Wenn nicht... Schlüssel erforderlich. Ja gut, hier geht scheinbar nichts mehr Großartiges dran ab. Er setzt sich mittlerweile schon an seine eigene Bar, weil keiner seinen Honigmist trinken will. Na, vielleicht ist er ja ganz lecker, ich weiß es nicht. Haben wir noch nicht von gekostet. Okay, die meisten Läden, wie da gerade stand, sind von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends geöffnet. Ist doch schon mal interessant. Und ist das hier jetzt die Stadt? Ja, ist sie. Weißlauf. Gut. Das war jetzt natürlich wirklich unabsichtlich, dass wir hierher gegangen sind. Oh, Mann. Aber was nicht geht, das geht nicht. Waffen. Alter Nord, Zweihänder. Weg. So. Hier schon mal wieder alles. Mit Banditen komme ich gut zurecht. Schön. Aber Drachen? Ach. Das stimmt schon. Und wir begeben uns nun weiter Richtung Weißlauf. Aber bevor wir uns weiter Richtung Weißlauf gehen, werde ich hier nochmal diesen Part unterbrechen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder.